Salve a tutti. Mir ist aufgefallen, dass ich seit Wochen, wenn nicht gar Monaten, keinen Film mehr gemacht habe über das Gold. Das geht natürlich gar nicht. Das wird auch viel gehandelt. Silber werde ich in diesem Film nicht machen. Ich habe mir das angeschaut. Ich habe da nirgendwo irgendetwas, was einen Film über Silber rechtfertigen würde. Das ist gar nicht. Das ist für mich momentan langweilig. Ich habe da keine guten Signale, deswegen gehe ich da gar nicht drauf ein. Aber das Gold. Und das hier vor euch ist der Wochenchart. Wir haben hier diesen Trend, den ich gezogen habe, von dem, wo ist denn mein Fadenkreuz, von dem 3.8.2020. Hat zweiten Aufsetzer, dritten, vierten und dann sind wir durch. Wir machen momentan nichts anderes, als dass wir diesen Ausbruch hier, den wir hier hatten, nochmal sehen. Also ein Back-to-Breakout. Das machen wir. Wir sind von der wöchentlichen Technik über den Oszillator tief, wirklich tief, aber noch ohne Stabilisierungsansatz. Das MACD als Trendfolger ist weiterhin negativ, sowohl über traditionelle als auch über moderne Sichtweise. Das heißt, ich muss davon ausgehen, dass sich das Gold nochmal hier auf Wochensicht mit der 1812 befasst. Ein bisschen schöner, finde ich, sieht man das im Tageschart. Das ist jetzt der Tageschart. Da fällt auf, das hier ist die 200-Tage-Linie. Und da haben wir jetzt am zweiten Tag hintereinander punktgenau aufgesetzt. Aber wenn ich das jetzt hier mal ein bisschen aufdrösel, in der Vergangenheit hat die NIC nicht wirklich eine so punktgenaue Landung irgendwie verursacht. Das ging immer ein bisschen drüber, hier auch drüber, dann ging es mal hier ein bisschen drunter. Also das ist so eine Richtmarke. Und das fände ich jetzt eigentlich ziemlich schmackhaft. Ich hole es mal näher ran. Wenn wir diese 200-Tage-Linie unterbieten würden, dass wir dann vielleicht nochmal diesen Trend hier sehen, da sind wir bei 1813. Die Bänder waren aufgegangen. Und jetzt ist das der Bewegung entgegengesetzte Band, ändert die Richtung. Das heißt, hier irgendwo ist jetzt dieses Momentum, diese Abwärtsakzeleration ist fertig. Das können noch 20, 30 Punkte nach unten sein. Ja, aber hier irgendwo ist das fertig. Das heißt nicht, dass es gleich steigt, aber es ist zumindest fertig. Also das wäre ein Traum, wenn wir hier nochmal auf die 1812 draufgehen würden. Also das fände ich sehr schön. Hier sieht man auch ganz gut dieses Niveau, was wir da hatten. Das war nämlich die 1836. Das war eine ganze Zeit lang Widerstand. Dann sind wir mal drüber, aber gleich wieder runter. Wieder dran, nochmal runter und dann durch. Hat aber nur gereicht, das heißt nur bis 2070. Ich glaube, in den Köpfen der meisten ist Gold, Krisenwährung und so weiter. Das hat sich meiner Meinung nach ziemlich geändert. Also das ist, deswegen würde ich es nicht mehr kaufen. Wir sind aber hier von der Tagestechnik schon so ein bisschen am Stabilisieren begriffen. Zumindest über das MACD, der Oszillator noch nicht. Was ich jetzt mache ist, ich habe einen Schein, ich packe den schon mal hier oben hin. Komm her. Das ist eine Basis 1714. Da liege ich, Moment, wo ist er denn jetzt? 1714, hier. Noch unter diesem kleinen Doppelboden. Den lege ich mir jetzt auf die Watchlist. Sollten wir, man kann das jetzt schon anfangen zu kaufen, ich mache es nicht, ja, ich warte, aber wenn ihr es macht, macht bitte nur Kleinzeug, 10% dessen, was ihr haben wollt. Ich rechne eigentlich wirklich damit, dass wir nochmal diesen Bereich von 1814 sehen und dann kaufe ich auch nicht die volle Position, sondern dann kaufe ich ein Viertel, ein Drittel, ja, vielleicht die Hälfte. Gold hat halt so die Eigenart, dass es oftmals solche Bewegungen hier macht, diese schnellen Bewegungen, der 3-4 oder hier auch 3-4 Prozent an einem Nachmittag runter geht. Deswegen gehe ich extra weit weg mit der Basis. Das ist aber trotzdem 15er Hebel. Das ist kein Kinderfasching, diese Option. Das ist schon ein ordentliches Stück, muss man mal sagen. Ja. Und, aber ich möchte nicht alles hier in diesem Bereich kaufen. Ich möchte mir zumindest Pulver trocken halten für den Fall, dass was auch immer passiert, dass ich dann doch nochmal nachkaufen kann. Ich habe außer diesem Trend weitere Unterstützung im Bereich 1780. Dann kommen wir hier direkt runter, da sind wir so bei der 1750 und dann halt diesen Doppelboden hier bei der 1718. Also ich finde, man muss sich nicht beeilen, man muss jetzt keine operative Hektik machen, aber man sollte sich diesen Schein, jetzt hole ich nochmal hoch, das ist der TT66BY,
Also 1714, die Basis sollte man sich auf jeden Fall auf die Watchlist lesen und hier legen und hier dann schon mal so ein bisschen anfangen. Aber wie gesagt, nicht alles. Momentan sprechen meines Erachtens nach die Märkte nicht dafür, dass man hier also große Positionen machen muss. Man sieht es auch heute Nachmittag wieder, wie das hier hin und her springt. Also wir haben jetzt 17:23 Uhr. Das ist schon heftig. Ja, also so was Indizes angeht und auch Einzelwerte. Also auf jeden Fall diesen Wert TT66 BY hier mal irgendwo schon mal auf die Watchlist legen und ein bisschen beobachten. Warten, bis hier unten die Stochastik dreht über die Einstellung 10:33. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Baba.